Draußen ist schönes Wetter und der kleine König liegt immer noch in den Federn mit einem riesigen Pralinenkasten. Guten Morgen, kleiner König. Guten Morgen. Morgens schon naschen, also weißt du. Uah, wie ungesund und schlecht für die Zähne. Ach, wirklich? Das ist ja interessant. Ja, die kriegen Löcher und fallen alle aus. Furchtbar. Sag ich doch. Dann mach ich heute Gesundheitstag und ich fang gleich beim Frühstück damit an. Mhm. Zuerst Möhren. Na ja. Ah, mit Honig. Dann sind sie nicht so trocken und schön süß. Probier's mal ohne Honig. Pff, so nackt mag ich sie aber gar nicht. Lieber Joghurt. Mit ein paar Löffeln Marmelade. Lieber ohne Marmelade, kleiner König. Nö, dann ess ich's nicht. Aber Salat, den mag ich auch gern. Mit Schlagsahne. Oder Zitrone. Bäh, dann will ich lieber gar nichts. Bleib ich eben hungrig und lese ein bisschen zur Ablenkung. Keine Süßigkeiten, kleiner König, also wirklich. Nicht mal ein einziges. Sitz nicht so viel rum, beweg dich lieber. So war das eigentlich nicht gemeint. Aufhören, böse Hand, sollst nicht naschen. Gut gemacht, kleiner König, bleib stark. Halt, nein, hör auf. Hand, ich kann überhaupt nicht dafür. Wie kannst du nur so gierig und unbeherrscht sein, kleiner König? Genau, lass dich nicht verführen. Oh, die Post. Mach doch mal das alberne Pflaster vom Mund. Es ist von Tante Röschen. Oh, oh, oh. Lass mal sehen, was ist drin? Ein selbstgestrickter Pullover, königliche Hausschuhe? Och, nichts Besonderes ist drin. Nur Seifen und Shampoo und so. Ich trag's gleich mal ins Badezimmer. Das dauert aber lange. Sitzt du schon in der Badewanne? Hey, kleiner König, was treibst du da drin so lange? Da stimmt doch was nicht. Ja, Tante Röschen hat dir keine Seife geschickt, sondern ein Fresspaket mit süßen Naschereien, ausgerechnet heute. Ja, und sie schreibt, ich soll's mir gut schmecken lassen. Und was ist nun mit dem Gesundheitstag? Den mach ich morgen. Ach ja? Ja, weil heute ist mir schon so schlecht. Da kann ich unmöglich noch Möhren, Joghurt und Salat in mich reinstopfen. Dafür bin ich wirklich schon viel zu satt. Vor dem Backen müssen wir erst Nüsse knacken. Jeder weiß, bevor man futtert, wird erstmal das Blech gebuttert. So ein kleines Plätzchen ist süßer als ein Kuss. Ich back mir viele Schätzchen mit rosa Zuckerguss. So ein kleines Plätzchen ist süßer als ein Kuss. Ich back mir viele Schätzchen mit rosa Zuckerguss. So ein kleines Plätzchen ist süßer als ein Kuss. Ich back mir viele Schätzchen mit rosa Zuckerguss. So ein kleines Plätzchen ist süßer als ein Kuss. Ich back mir viele Schätzchen mit rosa Zuckerguss. Ich mache Spekulatius und Brezelchen mit Schokoguss. Schaut mal, was ich formen kann. Ein Herz, ein Stern, ein Hampelmann. So ein kleines Plätzchen ist süßer als ein Kuss. Ich back mir viele Schätzchen mit rosa Zuckerguss. So ein kleines Plätzchen ist süßer als ein Kuss. Ich back mir viele Schätzchen mit rosa Zuckerguss. So ein kleines Plätzchen ist süßer als ein Kuss.
Ich back mir viele Schätzchen mit rosa Zuckerguss. So ein kleines Plätzchen ist süßer als ein Kuss. Ich back mir viele Schätzchen mit rosa Zuckerguss. Plätzchenbäcker, doch jetzt weg mit euren Pfoten, zu viel Naschen ist verboten. So ein kleines Plätzchen ist süßer als ein Kuss. Ich back mir viele Schätzchen mit rosa Zuckerguss. So ein kleines Plätzchen ist süßer als ein Kuss. Ich back mir viele Schätzchen mit rosa Zuckerguss. So ein kleines Plätzchen ist süßer als ein Kuss. Ich back mir viele Schätzchen mit rosa Zuckerguss. So ein kleines Plätzchen ist süßer als ein Kuss. Ich back mir viele Schätzchen mit rosa Zuckerguss. So ein kleines Plätzchen ist süßer als ein Kuss. Ich back mir viele Schätzchen mit rosa Zuckerguss. Kleine König sicher noch in den Federn. Nanu, das Bett ist ja leer. Ah, hier bist du in der Küche. Guten Morgen, kleiner König. Oh, jetzt, ich muss mich konzentrieren. Also, man nehme... Was gibt's denn Gutes? Ich werde einen Sonntagskuchen backen. Oho! Ich mache alles ganz genau, wie es da drin steht. Also, man nehme ein Pfund Mehl, wo kann das denn sein? Ach, hier. Jetzt wäre eine Waage gut. Ivo, ich schütt einfach alles rein. Sicherheitshalber. Und dann?
Dann kommen 6 Eier. Wo sind Eier? Keine da, so ein Mist. Apfel, dann gehe ich jetzt die Hühner besuchen. So, 6 Stück. Die Hühner haben sonntags nämlich nicht frei. Halt! Du musst die Eier doch erst aufschlagen. Wie? Ich schlage keine Eier. Nun hast du sie mitsamt den Schalen reingeworfen. Zu spät, sind schon drin. Jetzt noch Zucker und Butter und Backpulver. In meinen Kuchen kommt kein Pulver. Und was steht sonst noch im Rezept? Schokolade und Rosinen. Hab ich schon. Na, rein in die Schüssel damit. Nö. Wieso denn nicht? Das schmeckt doch gut. Ja, eben. Halt, kleiner König, das sollte doch in den Kuchen. Jetzt muss eben was anderes rein. Ja, aber was nur? Na, vielleicht noch Zwiebeln und Radieschen? Ein Päckchen Nudelsuppe? Oh, wie kommst du denn darauf? Das mag ich nicht so gern wie Rosinen und Schokolade. Jetzt lass mal, vielleicht fällt dir ja beim Teigrühren etwas ein. Rühren, rühren. Ach, ich rühre lieber noch ein bisschen länger. Sicherheitshalber. Und was wird nun mit den Zutaten? Ach, ich nehme einfach noch eine Packung Kakao. Und was davon, das noch rein, das noch rein. So, alles drin. Und jetzt schnell in den Backofen anschalten und warten. Hoffentlich gelingt der Kuchen. Na klar. Ich glaube, ich stelle den Ofen noch ein bisschen heißer. Sicherheitshalber. Jedenfalls hat der Duft schon viele Gäste angelockt, die alle ganz ungeduldig mit dir warten. Der Tisch ist gedeckt, alles fertig. Nur noch den Kuchen aus dem Ofen holen. Ja, das mach ich. Ach, ich warte doch noch eine Minute, sicherheitshalber. So, und jetzt raus. Holen. Wow, ist das heiß. Gut, also. Du hast doch Handschuhe an. Sicherheitshalber. Der will nicht rauskommen mit. Los, raus mit dir. Huch. Fang ihn, kleiner König, sonst wird's nichts mit dem Kaffeekränzchen. Hab ihn schon. Na sowas. Och Mensch. Jetzt gibt's doch keinen Kuchen. Ja, ja. Ist nicht so schlimm. Hier habe ich ein wunderbares Sonntagskuchenersatz. Sahnetörtchen. Ich wusste ja schließlich nicht, ob mein Kuchen gelingt. Deshalb habe ich mir die da vorhin beim Bäcker besorgt. Sicherheitshalber. Greift zu, Freunde. Schmeckt wie hausgemacht. Hier, bei. Warte mal. Geil. Bitte, Vibes. Und bei. Bitte, Boy, was habe ich? Was aber Beine? Dab, 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 dab. Ich bin. Ah! ただこれきなな。にゃな。けじべちばいでび。Baby. Da!
Popo. Bibidu. Badabaida. Bido. Bazzabazza. Bada. Bazzabaida. Oh, Bazzabai Tomayo. Da Bazzada Kuriki. Also war Peide war Bamba. Heda war. Ist er mein? Oin, dein, boin. Mein? Mein? Mein. Oh,